Neues Update, und zwar für den Monat September. Und ich versuche mal, innerhalb der 3 Minuten 31, die dieser Track im Hintergrund läuft, das ganze Update-Video hinzukriegen. So, mit dem Track benutze ich direkt als Überleitung. Dieser Track läuft nämlich auch die ganze Zeit im Hintergrund bei den Gamescom-Videos. Das sind 3 Stück, und zwar für Tag 1, für Tag 2 und für Tag 3 jeweils ein Video. Diese Videos werden morgen rauskommen. Heute kommt das letzte Community-Rennen, die letzte Community-Rennfolge von Gran Turismo. Und morgen kommen dann nur die 3 Gamescom-Videos. Insgesamt sind das nämlich so ungefähr eine Stunde Videomaterial. Und ja, da denke ich mal, ist es ein bisschen zu viel, wenn ich dann noch weitere Videos mache. Ansonsten, weiteres Vorgehen, weiß ich noch gar nicht, ob ich jetzt erstmal wieder Dirt mache oder GT. Eventuell beides nebeneinander, wenn ich genug Zeit habe. Da ist momentan echt relativ eng bei mir. Man muss noch vieles vorbereiten fürs Studium. Und, ach ja, genau, bei den Gamescom-Videos, ja. Wie ich aussehe, weiß man ja unter Umständen schon, indem man mein Gran Canaria-Video geguckt hat. Wie iTip aussieht, weiß man noch nicht, wird man dann wissen. Ich sag das jetzt aus dem Grund, dass Mashed8 sich in seinem Video gezeigt hatte, das erste Mal, und die Hälfte der Kommentare war: Alter, bist du hässlich. Wenn irgendwie solche Kommentare kommen, entweder gegen iTip oder gegen mich, dann zögere ich nicht lang, so eine Person wird direkt geblockt, ne? Also, wir sind ja alle schön tolerant hier. Verkneift euch sowas bitte. Was wollte ich noch alles sagen? Ja, wie gesagt, die nächste Dirt-Folge, wenn sie denn bald kommt, wird eine sehr lange Folge, und zwar so ungefähr 2 Stunden wahrscheinlich. Warum die lang wird, das werdet ihr dann auch sehen. Ich sag mal so viel, es liegt mit meiner eigenen Inkompetenz, daran liegt's. So, Aufnahmemöglichkeit von der Konsole. Ich habe ja jetzt mit der Game Capture HD aufgenommen, dann hatte ich mit der HDP VR 2 aufgenommen. Game Capture HD habe ich zurückgeschickt. Ich werde wahrscheinlich das Geld bald erhalten. Hab mir jetzt vorgestern die interne Karte Broadcast HD von Avamedia geholt und werde zukünftig darüber aufnehmen. Wenn die da ist, kann ich direkt wieder damit anfangen. Ich glaube, sie kommt nicht mal pünktlich, um diese Woche noch irgendwas GT-mäßiges oder so aufzunehmen. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann erstmal Dirt machen. Was wollte ich noch alles sagen? Ich mache ja nie ein Skript, deswegen weiß ich sowas nie. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund gefällt einigermaßen. Und wo ich jetzt wieder bei der Musik dran bin, leider kann ich in meiner Testversion vom Movie Studio die Tonspuren nicht zeitlich pegeln. Deswegen ist die Soundabstimmung echt nicht so mega geil. Da kann ich leider nichts dran machen. In Kürze werde ich die Möglichkeit haben, sobald ich meinen scheiß Studentenausweis habe und meine Studentenbestätigung habe, werde ich mir sicherlich Sony Vegas günstig holen und dann eventuell nochmal eine Remastered-Version machen von den Gamescom-Videos. Ansonsten das Rumgewackel und so, das ist gewollt im Video, damit man halt auch sieht, das ist alles eng da, das ist alles hektisch da. Und ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß. Ich hoffe, die Musik geht nicht auf Eier, wenn sie die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Und ich habe mal ein paar Endcards gemacht für die Gamescom-Videos. Ob das ankommt oder nicht, könnt ihr mir dann schreiben. Generell möchte ich euer Feedback dafür wissen, und ich sage jetzt tschüss.